Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir befinden uns, wie immer, in Malabal Tor. Und zwar sind wir hier oben. Die Schiffe der Maorma suchen wir. Und ich denke, das wird die Quest neben uns sein. Und dann schauen wir mal, ob wir es heute noch schaffen, unter dem blinden König zu machen. Und ja, wohin er uns überhaupt schickt. Ich muss nur ein bisschen aufpassen hier, weil hier auf einmal ganz viele Gegner gespawnt sind. Eine Schande, dass ich nicht an fünf Orten gleichzeitig sein kann. Ja, ne? Das Problem habe ich auch öfter. Diese Narren haben es nicht einmal kommen sehen. Wollt ihr es den Maomern so schnell wie möglich heimzahlen? Das könnte man sagen. Ich möchte die Segelboote der Maorma anzünden. Das sollte es für sie schwierig machen, andere Schiffe in Not anzugreifen. Es ist schwer, sich an jemanden heranzuschleichen, wenn man rudern muss. Interessiert daran, ein paar Feuer zu legen? Stürmerin Aldeve. Haben wir mit der nicht in der letzten Folge schon zusammengearbeitet? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall war es auch ein Stürmer. Sicher, ich kann helfen. Zündet die Segelboote der Maorma an. Die Ruderboote sind für unsere Flotte keine Gefahr. Mit denen können wir uns Zeit lassen. Haltet nach mir auf dem Hügel über dem Wrack unseres Schiffs Ausschau, sobald ihr fertig seid. Ich werde an meinem liebsten Aussichtspunkt sein. Ihr könnt ihn nicht verpassen. Ich treffe euch dort, sobald ich fertig bin. So, okay. Das sind die da hinten. Sind das jetzt die? Doch, das sind die. Oh, Moment, Schlammkrabben. Schlammkrabben! Ich muss dazu sagen, wie jetzt auch wieder, ich kriege nie Schlammkrabben Chitin und deswegen, kann ich, ich wollte gerade sagen, kann ich das vom Wasser aus machen oder was? So. Da ist noch eine. Ich bekomme nie Schlammkrabben Chitin, deswegen gucke ich immer, wenn Schlammkrabben in der Nähe sind, dass ich die eventuell zerlegen kann. Da hinten sind auch nochmal welche. Moment, das war jetzt aber nicht das. Doch, das war das Boot. Ach Mann, dass man hier immer zwischen umherlaufen und. Da hat sich noch einer versteckt. Und schwimmen. Hin und her pendeln. Moment, da hinten ist aber noch was. Das ist gut. Dann komme ich nämlich an den Schlammkrabbchen vorbei. Und die bringen mir gar nichts. Na toll. Ja, mittlerweile kann ich keine täglichen hier, kein Daily mehr aus dem Handwerk machen, weil ich kein Schlammkrabben-Shooting mehr habe. Das ist echt nervig. Die sollten sich da mal was anderes einfallen lassen. Hier dieses andere Zeug hier von den Schlammkrabben. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Das bekommt man jedes Mal, aber das Chitin kriegt man so gut wie nie. Also ich zumindest fast nie. Muss ich jetzt nach der Ausschau halten oder muss ich noch Boote verbrennen? Nee, ein Boot muss ich noch verbrennen. Was ist das hier? So. Ihr liebster Aussichtspunkt. Der ist anscheinend da oben. Da komme ich jetzt aber so nicht direkt rum. Ja, dieses Rubidoux-Hautfetzen, das meinte ich. Das können sie gerne nehmen. Das kriege ich immer. Ich bin nicht da. Ignoriert mich einfach. Hier muss es doch einen Weg nach oben geben. Ah, da. Und geh mir... Jetzt rennt der links rum, wenn ich extra nach rechts gehe. Geh mir nicht auf die Nerven, Junge. Ach, da hängt sie. Hey, hättest du ja mal mithelfen können hier. Funke, du kriegst das hin, ne? Nee, ich... Hallo, ich will keinen Segen. Och, wieso kann man die... Ist das euer Ernst? Ich kann mir das so doof... Ah, der süße Geruch von brennenden Maorma-Booten. Mir gefällt das Aroma ganz gut. Da ihr hier seid, darf ich annehmen, dass ihr eure Aufgabe erfüllt habt. Die Segelboote brennen. Gut.
Ich habe ein paar der Ruderboote selbst angezündet. Gute Arbeit, aber lasst euch das bloß nicht zu Kopf steigen. Die Maoma werden eine Weile brauchen, um sich zu erholen. Aber sie werden sich erholen. Wir müssen wachsam bleiben. Bleiben wir. Diese Abenteurerin hier kennt keine Grenzen. Ja, ne? Die stellt sich einfach so total doof davor, sodass er mich hier fünfmal gefühlt fragt, ob ich denn den Segen haben möchte. Wobei, ich glaube, den Segen von der Diebin habe ich sowieso schon, weil ich da eh mitspiele. Ah, wir müssen, wenn ich das richtig sehe, hier runter. Ja. Schwuppdiwupp und irgendwo hier auf die andere Seite. Schlammkrabbe, Schlammkrabbe. Ja, ich habe Schlammkrabben-Chitin. Yes. Moment, ihr seid gelb. Warum seid ihr gelb? Also warum kann ich euch angreifen? Das ist die Frage, die ich jetzt beantwortet haben wollte. Ich will euch ja gar nicht angreifen. Ah, hier. Lasst mich in Ruhe, ihr feigen Bastarde. Ihr bekommt weder mich noch meinen vergrabenen Schatz. Erstens interessiert mich dein Schatz nicht. Zweitens lasse ich dich nicht in Ruhe, weil du bist meine Quest. Und drittens, feige bin ich schon mal gar nicht. Wollt ihr euer Glück gegen Kapitän Camo versuchen? Ich bin vielleicht blind, aber ich kann euch von hier riechen, Goblinbrut. Hallo? So sehr stinke ich jetzt auch nicht, ja? Ich bin nicht gekommen, um mit euch zu kämpfen. Was geht hier vor sich? Diese schnatternden Bastarde von der Brecherküste lassen mir keine Ruhe. Sie haben es auf meinen Schatz abgesehen, aber den werden sie nicht kriegen. Nicht das kleinste Fitzelchen. Wenn meine verfluchten Augen nicht blind wären, dann würde ich mir eine Axt schnappen und ein paar Schädel spalten, wie in der guten alten Zeit. Soll ich sie für euch beseitigen? Ha, der Instinkt einer wahren Kriegerin. Wenn ihr ihren feigen Anführer Deros dazu bringt, mich nach Anvil zu bringen, dann teile ich meinen Schatz mit euch. Oder ihr dreht den Spieß um. Schlagt sie erst ordentlich zusammen und bittet sie dann, euch zu unterstützen. Das hat bei mir immer gut geklappt. Kein Problem, ich kümmere mich um sie. So, überzeugt den Captain. Optionale Schritte, verjagt Deros Brecherküstenbanditen. 5 Stück. Sind die jetzt auch von ihm hier? Nee, mit dir kann ich reden nur, ne? Seht euch diese Hunde an. Haben sich für ein Fest versammelt. Shatterkal möge sie alle holen. Warum seid ihr und der Captain auf dieser Insel? Kapitän Camo ist erblindet. Er hat mich gebeten, ihn für ein letztes Abenteuer hierher zu bringen. Angesichts der Maorma, dieser Waldelfen und des ganzen Rests, würde ich am liebsten wieder verschwinden. Aber ich werde den Kapitän nicht zurücklassen. Niemals. Ein Abenteuer? Hier? Der Kapitän sieht jetzt nur noch die Dinge vor seinem geistigen Auge. Wenn er seine Vergangenheit noch einmal durchleben will, dann soll das ruhig so sein. Ich wünschte nur, er würde wenigstens manchmal auf mich hören. Ja, ich gib denen erstmal einen aufs Maul hier. Ich will nicht sterben. Dann verschwindet von ihr, ihr räudigen Hunde. Wobei ich das immer doof finde, weil Hunde sind viel. Ihr gewinnt. Ich verschwinde von hier. Ich weiß, dass ich gewinne. Sag mir wenigstens, wo euer feiger Captain ist. Ach, der ist hier. Hi. Überall auf diesem Felsen gibt es Schätze. Deshalb sind auch die Maoma hier. Soll ich jetzt das untere sagen? Beim oberen lacht er mich wahrscheinlich aus, oder? Bringt Captain Camo nach Anvil. Erst soll er seinen Schatz herausrücken. Sofern ihr es nicht mit mir und meinen Freunden aufnehmen könnt, belästigt ihr mich lieber nicht weiter. Wie viel wiegt ihr? Warum fragt ihr? Ich kenne da einen Schlachter, der einen ziemlich guten Preis für das Fund macht. Hoppla, jetzt wollen wir aber nicht voreilig werden. Ich bin sicher, wir können das irgendwie regeln. Ich sage euch was, wenn der alte Kerl seinen Schatz mit uns teilt, bringen wir ihn nach Anvil. Abgemacht, abgemacht. Ja, nicht so wirklich abgemacht, aber ich kann noch mal mit ihm sprechen. Sagen wir es mal so. Hier. Darf ich mir die Sachen? Nee, es war klar, dass das dann gestohlen ist. Habt ihr ein Abkommen mit Deros und seiner Mannschaft geschlossen? Haben sie den Köder geschluckt?
Sie bringen euch für einen Teil eures Schatzes nach Anvil. Gut. Rania und ich haben genug von der Hufeiseninsel. Dieser Ort schien einst so schön abgeschieden, aber in letzter Zeit ist hier genauso viel los wie in Schildwacht. Es wird Zeit, weiterzuziehen. Habt ihr den Schatz schon? Nein. Rania sagt, die Insel würde von Maorman wimmeln. Ich schätze, ich muss wohl ihren Augen trauen, weil das bei meinen ja keinen Sinn mehr hätte. Die Truhen sind in den Höhlen vergraben. Ihr wisst doch, wie man eine Schaufel benutzt, oder? Ja, ich habe das in meinen unendlichen Ausflügen in die Farming-Welt das ein oder andere Mal gemacht. Aber wo ist die Höhle? Moment. Da ist der Pfeil. Was sehen meine müden Augen denn hier? Ihr blöden Idioten, ihr seid in meinem Revier. Es tut mir leid, kleine Schlange, du standst einfach im Weg und schon wieder haben wir eine Spur gefunden. Ich wollte eigentlich looten, aber ist okay, wir nehmen auch das Rubidit-Erz. Ja. Okay, wir haben eine gestohlene Kiste, wir haben drei Fläschchen und irgendwie, keine Ahnung, eine kaputte Kiste oder sowas, ich weiß es nicht. Diebesgut, guckt keiner nach, oder? Ist da was Gutes drin? Dann nehmen wir mal alles mit. Ich hoffe, hat jetzt keiner geguckt. Ja, Schätzelein freut sich schon hier, ne? Das können wir mitnehmen. Das ist da nicht gestohlen, oder was? Na gut, das ist dann wieder gestohlen hier. War ja klar. Ach nee, Moment. Hä? Ach so! Wir müssen noch mehr ausgraben. Ah! Das war daneben. Aber egal. Konnte eh nichts holen. Wo ist denn? Ah, da ist der Schatz. Hallöchen, du kannst vergessen, den Schatz auszugraben. Ich bin schon da, ich werde deine Arbeit übernehmen. Fischgräten, ist das euer Ernst? Was ist das für ein Schatz? Guten Tag. Schatzkontrolle. So. Den Runenstein nehmen wir auch mal. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Aber okay, das nehmen wir dann von mir aus auch mal. Ich wollte den Hügel eigentlich machen. Fleischbrocken. Also der Schatz besteht daraus, dass man sich ein köstliches Mahl macht? Oder wie verstehe ich das jetzt hier? Bin jetzt gerade etwas verwirrt. So, ich glaube, du hast mir einiges zu erklären. Wer ist da? Ah, ihr seid es. Ihr habt meinen Schatz gefunden, nicht wahr? Ich habe die Truhen ausgegraben, aber sie waren nur voller Müll. Hallo? Das war köstlichstes Fleisch, nehme ich mal an. Müll? Ich hätte euch mehr zugetraut. Das sind meine Schätze. Ich verstehe nicht. Dieser Müll ist euer Schatz? Es sind unbezahlbare Schätze. Die Flaschen stammen aus den besten Gasthäusern in ganz Nirn. Die Gräten sind von einem riesigen Fisch, der einst mein Schiff verschlungen hat. Und das Fleisch ist von einem uralten weißen Mammut, das ich gefangen und getötet habe. Mit bloßen Händen. Unbezahlbar, sag ich. Ihr habt Fleisch vergraben? Ja, und kommt bloß nicht auf die Idee, selbst etwas davon abhaben zu wollen. Es ist lecker und schön vergoren, aber es gehört allein mir. Die Elfen können die Gräten haben. Ich trenne mich nur ungerne von ihnen, aber ich schätze, ich muss sie wohl aufgeben. Deros wird sich nicht freuen.
Mehr wird dieser Skever nicht von mir bekommen. Abgemacht ist abgemacht. Er hat nie gefragt, was es für ein Schatz ist, oder? Es ist doch nicht mein Fehler, dass er mit Gold gerechnet hat, oder? Ja, dazu kann ich nur sagen, tötet bitte nicht den Boten. Ich kann nichts dafür. Deros. Nun, wo ist mein Teil des Schatzes? Wir müssen die Segel setzen, bevor sich das Blatt wieder wendet. Kammo bietet euch die kostbaren Fischgräten aus seinem Schatz an. Was? Wir haben diese Scharade für einen Haufen Gräten aufgeführt? Und das ist alles, was er hat? Eure anderen Auswahlmöglichkeiten wären vergrabenes Fleisch oder eine Kiste Flaschen gewesen. Das ist eine Katastrophe. Ich hätte ihn töten und mir alles nehmen sollen, was ich bei seiner Leiche finde. Richtet dem Kapitän aus, dass er seine Gräten behalten und auf dieser götterverlassenen Insel verrotten kann. Wir hatten eine Abmachung. Ihr habt euch bereit erklärt, Captain Kammo mitzunehmen. Die Bedingungen haben sich geändert. Kein Schatz, keine Überfahrt. Sofern ihr nicht irgendetwas habt, das uns die Abmachung schmackhafter macht, suchen wir uns etwas Besseres. Ja, ich bin ja nett, ich würde bezahlen, aber ich bin auch geizig. Ich bezahle das nicht. Ihr seid auf dem Weg nach Anvil, richtig? Ich bin sicher, dass die Kontakte des Captains sich als nützlich erweisen können. Das habe ich nicht bedacht. Ihr könnt Edelsteine selbst in einem Misthaufen riechen. In Ordnung. Ich werde Kammo nach Anvil bringen. Er beweist seinen Wert bei unserer Ankunft. Sonst endet er als Fischfutter. Habt eine sichere Reise. Ich hätte nie gedacht, dass ich je den großen Kapitän Kammo befördern würde. Man muss seinen Mumm wirklich bewundern. Ich werde mich an meinen Teil der Abmachung halten. Jetzt lasst mich in Frieden, bevor ich meine Meinung ändere. Ja. Zu viel zu tun und zu wenig Zeit. Mhm. Ah, gibt es Neuigkeiten? Hat dieser Stinkfisch angebissen? Ich habe eine Vereinbarung für euch getroffen. Er wird euch nach Anvil bringen, aber er erwartet dafür Hilfe von euren Kontakten. Gute Nachrichten. Wahrlich gute Nachrichten. Ich kam mir an diesem Strand hier schon recht ausgedörrt vor. Das Ale ist ausgegangen, wisst ihr? Ich habe einen Haufen schwer arbeitender Jungs, die ich in Anvil protegiere, und viele Kontakte, die Deros helfen könnten. Meinen Dank für eure Dienste. Ja, und wir erhalten einen passgenauen mittleren Riemen ohne Set. Und eine Erfahrung mehr, nämlich, dass wenn Menschen von einem Schatz sprechen, sie nicht immer das Gleiche damit meinen, beziehungsweise sie halt nicht immer von Reichtum, sprich Gold oder ähnliches, sprechen. Hätte man vorhersehen können, aber ist auf jeden Fall noch ganz lustig ausgegangen. Ich würde sagen, wir machen dann hier erstmal einen kleinen Cut und in der nächsten Folge sehen wir uns ein bisschen mehr im Landesinneren wieder. Ich glaube, wir gehen dann so ein bisschen mehr nach rechts oben die Küste entlang. Beziehungsweise nicht die Küste, sondern halt die Wege entlang. Weil so viel haben wir, glaube ich, jetzt hier in Malabaltor auch noch nicht gehabt. Aber wie gesagt, wir sind noch nicht ganz durch. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!